Grüße euch, das ist wieder Uwe Breuer mit Neuschöpfungsleben. Ja, was findet im Moment so statt auf der Erde im Multiversum? Ja, die Erde ist jetzt am Aufsteigen oder am Potenzieren, wenn ihr so wollt. Und die großen Ratssitzungen, die jetzt gerade stattfinden, sind sehr, sehr, ja, stark am Bewusstseins energetische Punkte setzen, und diese bewusstseinsenergetischen Punkte haben zu tun mit dieser neuen Merkabar, die da jetzt entsteht, die sich in allem entwickelt und die auch allem zugrunde liegt. Jedes Atom, alles in euch, jedes, ja, Energiequäntchen in dir ist von dieser Merkabar. Und diese Merkabar selbst, die ja gebildet wird durch Bewusstseinsgeometrien, die sich drehen, die sich gegeneinander drehen, zwei Tetraeder, wie das genau funktioniert, ja, das ist jetzt ein bisschen, wird ein bisschen zu weit führen, aber jetzt nur mal so kurz angedeutet, diese neuen Bewusstseinsmöglichkeiten, die jetzt allem zugrunde liegen, beflügelt natürlich die sogenannten Waisenräte oder die Räte da in den höheren Dimensionen, die schauen, wie es mit der Neuschöpfung so jetzt weitergeht. Und diese Beflügelung bedeutet auch, dass deine Flügel, dein himmlisches Organ jetzt stärker und stärker und stärker werden. Ja, im Äußeren ist klar, sehen wir noch diesen Abdankungsprozess der alten Bewusstseinsriegen, möchte ich mal so sagen, und diese alten, ja, in sich selbst sich überholenden, der Lächerlichkeit schon preisgebenden Theaterdarstellungen, die da im Äußeren noch stattfinden, bewirken natürlich, dass immer stärker eine Entscheidung hochgetriggert wird in dir selbst, in allen Menschen und sogar in allen, ja, ich kann mal so sagen, Nichtmenschen. Es gibt ja auch einige, wo inkarniert sind, die jetzt nicht zum menschlichen Bewusstseinsraum gehören, die ja teilweise auch in gewissen Führungsebenen sitzen. Ja, dies alles bewirkt jetzt, dass da die Entscheidung immer deutlicher wird, und auch selbst wenn jetzt die Ängste so hoch kochen und alles so auf die Spitze getrieben wird, hat das ja damit eben genau zu tun, dass wir jetzt eben in dieser Zeit leben, wo sich alles neu, ja, bildet. Die formbildenden Kräfte, da ist auch wieder die Form drin, die Information, aber auch die Formatierung, wenn du so willst, eine in Form bringendes Etwas. Und was ist dieses Etwas? Das ist bewusstseinsgeometrisches Sein. Bewusstseinsgeometrien kennt ihr vielleicht als ehestes so aus den, ich möchte mal sagen, Symbolmöglichkeiten her. Ihr kennt alle Blume des Lebens, ihr kennt alle fünf platonische Körper vielleicht, ihr kennt so bestimmte symbolenergetische Darstellungen, die zweidimensionale, manchmal auch dreidimensionale Antennen und Ausstrahlungs Kräfte dadurch entwickeln, weil sie in Resonanz gehen mit den eigentlichen bewusstseinsdimensionalen
Formen, die aus Raumzeit, Zeitraum entstehen und die reines Bewusstsein darstellen. Also die höheren Dimensionen sind ja aufgebaut aus diesen bewusstseinsgeometrischen Seins, ja, Aspekten. Wie steht etwas zueinander? Wie kann etwas miteinander die Energie zu etwas anderem hinsenden? Das spielen ja auch ganz klar, wie ihr vielleicht kennt aus der Astrologie zum Beispiel, diese Aspekte eine Rolle. Mit welchem Winkel steht etwas zu einem anderen? Und dann haben wir diese Bewusstseinspünktchen, die dann miteinander in Resonanz gehen über bestimmte energetische Winkel. Ja, das nur so am Rand. Das wird in meinen, in meinen Ausführungen zum Beispiel im Bewusstseinsseminar vertieft, oder was natürlich bald kommt, ist so die richtige Ausbildung, wo dieses aber dazu gehört. Das ist dann ein Teil davon, das ist die Basis, wo es dann weitergeht. Genau, und diese tiefen Einsichten, die mir da gegeben wurden, sind von der liebeslichtgeistigen Welt in den höchsten Dimensionen, jedenfalls so wie es mir zeigt, bilden eben den Bewusstseinsraum, der dazu führt, dass hier diese Welt so ist, wie sie ist. Und wir können aber erkennen dadurch, dass dieser Bewusstseinsraum hier 3D die höchste Verdichtungsstufe ist, damit aber auch die höchsten Wirkmöglichkeitskräfte in sich trägt. Warum denn das? Wir sind doch hier so matt und so arm und verlassen und im Opfer. Ja, aber hier ist die höchste Potenzierung möglich, weil hier alles drin verschachtelt ist. Hier ist die höchste Ansammlung von Bewusstseinsmöglichkeit. Und ja, diese, ihr seht, ich bin so ein bisschen im Moment so, ja, toll, boah, super, boah, jetzt geht's los und so. Und diese Kräfte, die da in der sogenannten Materie sind, durchwirkt von den seelisch-geistigen Bewusstseinskräften, gehen jetzt alle miteinander in Resonanz. Das bedeutet, du wirst deinen Körper mitnehmen in diese Potenzierung, und das bedeutet, nicht nur der Geist und die Seele werden sozusagen etwas Neues, sondern auch die Körper. Und das bedeutet, das Materielle wird diesmal mitgenommen, es wird nicht zurückgelassen, es potenziert sich in diese Neuschöpfung. Und das bedeutet, wir haben ganz neue Möglichkeiten, und deswegen sind auch die höchsten geistigen, seelischen, feinstofflichen Räte auf den verschiedenen Ebenen, die alle miteinander in Resonanz stehen, jetzt voll am Kreieren, am Neuschöpfen, und suchen jetzt einfach die Kanäle dafür. Und wer sind die Kanäle? Das sind die Kanäle, die natürlich in Karne sind, in erster Linie auch, weil die sitzen in der ersten Reihe sozusagen. Die sind auf dem Boden der Tatsachen und der Tat. Was nützt es dir, wenn du in irgendwelchen spirituellen Luftschlössern dich bewegst, wenn du es aber nicht jetzt in diese Neuschöpfung Tatsächlichkeit überführst? In die Selbstermächtigung heißt dann machen aus deinem Selbst heraus. Und da fangen wir jetzt alle an. Wir sind jetzt alle so am, bin jetzt langsam am wach werden. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ja, okay. Also, Bestandsaufnahme. Wir sind jetzt hier so ein bisschen in so einem komischen Film im Außen. Okay. Aber bedeutet ja nicht, dass dieser Film ewig ist. Und ihr seht im Hintergrund dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Finger Gottes
auch der Göttin. Das soll jetzt nicht bedeuten, das ist jetzt eher eine männliche Hand, aber da ist genauso gut die Göttin mit drin. Wenn ich mal eine weibliche Hand finde, kommt da eine weibliche Hand auch hin. Genau. Also, und das ist ja immer eins. Du hast als Frau, als weibliches Wesen, hast du genauso gut eine männliche und eine weibliche Seite. Ich betone jetzt eine männliche auch. Und bei dem Mann hast du auch eine, der Mann hast auch eine weibliche Seite. Und die weibliche Seite beim Mann ist halt ein bisschen, ja, mehr Yang. Und die männliche Seite beim weiblichen Aspekt ist halt mehr im Yin. So, auch das ist sich jetzt alles am Potenzieren und bedeutet, dass dein allerhöchstes Selbst, da gibt es ja verschiedene Stufen, aber dass dein allerhöchstes Selbst, das ja alle verschiedenen Ebenen des Bewusstseins durchzieht und die verschiedenen Oktaven erklingen lässt mit deinen Bewusstseinsmöglichkeiten, so, dass dieses allerhöchste Selbst nun anfängt, bei dir zu inkarnieren. Und das bedeutet sozusagen, in Anführungsstrichen inkarnieren, bedeutet es immer da, aber dass es mehr durch 3D anfängt, durch dich durchzustrahlen. Und das bedeutet, du wirst erleben, erspüren, wahrnehmen in den kommenden Monaten und auch Jahren und ja, Milliarden, wenn du so willst, in der Ewigkeit, dass dieses, aber das passiert jetzt ziemlich schnell, für uns sehr ungewohnt, die alten Muster werden sozusagen ich möchte fast schon sagen gepresst, weil es das allerhöchste Selbst ist so kraftvoll, kommt jetzt rein durch diese Potenzierung, die in dir stattfindet, das geht alles raus und du erstrahlst als eine Neuschöpfungsgöttlichkeit, die es so noch nie gegeben hat. So, und das alles läuft jetzt. Diese alten Versuche, noch das Blatt zu wenden von irgendwelchen nicht so lichtvollen Bewusstseinsenergien, ist so, als ob Staubkörnchen gegen die Sonne fliegen und die werden natürlich einfach in die Sonne reintegriert. Ja, was will ein Staubkörnchen gegen die Allmacht des ewig Göttlichen? So, und ich nenne es ja mittlerweile Neuschöpfungsgöttin, Gottheit, wenn du so möchtest, ist immer dasselbe, ist immer dasselbe Göttliche, aber weil jetzt diese Potenzierung hier stattfindet, kann das Göttliche noch viel mehr spielen durch uns. Neues schöpfen, wo es so noch nie, nie, nie gegeben hat. Und das bedeutet, dass wir jetzt so in diese Neuschöpfung hineingehen und diese Kraft wird jetzt immer stärker. Wir erleben auch, dass wir immer mehr Hilfe bekommen. Du wirst auch erleben, dass auf der Erde nun sehr vieles stattfindet, wo zwar jetzt noch im Hintergrund stattfindet, sozusagen, so ein bisschen, ich möchte mal sagen, fast schon unter dem Radar, das, was so bekannt ist, heißt aber nicht, dass es nicht stattfindet, es findet absolut statt und da ist auch die Erdkräfte, sage ich jetzt mal, die positiven Lichtkräfte, die im materiellen Körper sind, sehr wohl in Kontakt mit sogenannten außerirdischen Geschwistern und aber auch in Kontakt mit den innerirdischen Geschwistern. Dazu werde ich noch so einiges sagen, auch ja, vielleicht so in Lives, aber auch in ja, der Ausbildung, wo kommt. Da können wir so richtig tief hineingehen. Gut, und was bedeutet das? Ja, die Erde ist nicht nur angewiesen auf die Menschen, die auf der Erdoberfläche leben. Nicht nur die haben den freien Willen und die Schöpferkräfte, auch die, wo in der Erde leben. Und das
ist halt so, dass es dann eine ganz andere Qualität hat und dadurch auch, ja, haben wir nicht nur dieses Bewusstseins, Struktur, energetische Konzept sozusagen, was hier außerhalb von der Erde oder auf der Außenerde stattfindet, sondern betrachtet bitte die Erde als Ganzes. Noch für deinen Verstand, wie ist möglich, dass die Erde sozusagen in der Erde existiert? Das hat damit zu tun, dass dieser Doppelwirbel einen inneren Hohlkörper geschaffen hat, weil das Schwerere nach außen geht. Wenn du daran denkst, eine Waschmaschine, dann liegt die Wäsche immer außen, wenn die sich ganz schnell dreht. Und in der Mitte entsteht ein Hohlraum. Und da entsteht dann durch diesen Doppelwirbel, durch diesen Nullpunkt, der in der Mitte, im innersten Herz der Erde aufglüht, die innere Sonne, die Erdensonne. Gut. Nur so ein bisschen am Rand. Ja, also alles in ja, lichtvollen, trockenen Tüchern gewickelt sozusagen. Die alten grauen Tücher werden immer mehr ausgewickelt. Du gehst dadurch in die Entwicklung von diesen alten grauen Sachen. Und wenn vieles hoch triggert, ist das normal im Moment. Ihr seht, ich bin so ein bisschen euphorisch im Moment, freue mich sehr. Und ja, auf den Ratssitzungen, wo ich da teilnehmen durfte, die gehen dann raus bis ins Multiversum und da sind sich alle einig, die Erde geht jetzt als Neuschöpfungsplanet in die ewigen Annalen des Seins ein und das bedeutet, das bleibt auf ewig im Hier und Jetzt so und du bist auf ewig im Hier und Jetzt dann ein immer mehr dieses neue Wesen, dieses Neuschöpfungsbewusstsein. Ja, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, eine Zeit voller Wunder, euer Uwe Boyer.